Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Füller-Review hier bei mir bei Big G's Tintenkiste. Und heute möchte ich euch einen ja doch sehr edlen Füller zeigen. Auch wieder eine Leihgabe von Christoph Meyer alias Himmelstierpenz. Und ja, ab und zu schickt er mir auch mal so ein paar Sachen. Ich glaube, der letzte, den er mir geschickt hat, das war auch ein Graf Faber-Castell. Ich meine, es war der Gulosch oder Gulasch in diesem Blau, in diesem Golf Blue und der Waldmann Précieux 2000. Ich meine, es war auch seiner. Bin mir nicht genau sicher. Auf jeden Fall hat er mir wieder was zugeschickt von Graf von Faber-Castell in der Bentley-Version. Von Graf von Faber-Castell würde ich sagen, so mitunter der einzige Füller oder das einzige Füllermodell, das mir persönlich auch gefällt. Nicht, weil es bei der Bentley draufsteht, sondern einfach auch so der Gesamteindruck, die Beschreibbarkeit und das Gefühl in der Hand, die Form der Kappe und so. Ja, und geliefert wurde mir das jetzt hier quasi, diese Leihgabe. Ich vermute mal sehr stark, dass dieses Etui mit dabei ist im Lieferumfang. Was auch passen würde, ja, dieses schöne Leder, ja, riecht echt, also wird auch echt sein, mit diesem Graf von Faber-Castell Emblem hier vorne drauf. Ja, ich zoome mal hier kurz ran, damit ihr das seht. Ja, also sieht schon schön aus. Und wenn wir das jetzt hier so aufmachen, verbirgt sich jetzt hier quasi der Füller selber, ja, und den hole ich jetzt mal hier raus. Ja, das Etui schließt hier mit so einer Art Magnetverschluss. Ja, schöne Sache. Und dann haben wir denn hier, ne? Das ist der Graf von Faber-Castell Bentley. Ich meine, das ist irgend so eine Black Edition. Ja, also mit Graf von Faber-Castell Füllern kenne ich mich jetzt nicht so ganz krass aus. Ja, das sind eher so Sachen kommen auch meistens eher von Christoph. Ja. Aber was mir natürlich hier gleich auffällt, ist diese schöne Kappe hier, ja, die angelehnt ist an den Schaltknauf eines Bentleys. Ja, also macht schon was her, wie ich finde. Ist schon schön, ja, so mit dem Bentley-Symbol hier oben drauf, ja. Aber die Form der Kappe an sich gefällt mir. Also das B ist für mich persönlich eigentlich eher uninteressant. Da könnte auch ein Kreuz drauf sein oder auch gar nichts drauf sein. Das wäre mir auch wurscht. Aber so die Form hier von der Kappe, die finde ich einfach optisch sehr, sehr schön. Ich mag das ja auch, wenn Füller so ein bisschen so abgerundete Form haben. Ja, hier mit diesem goldenen Ring hier quasi obendrauf oder vergoldeter Ring. Gar nicht mal so schlecht. Auch hier diese geriffelte Textur hier, das hat schon was, ja. Und um hier auch gleich bei der Kappe zu bleiben. Ja, wie ich finde, auch diese federgelagerten Clip, also in dem Fall der die das Clip, also Einzahl, Mehrzahl ist ja nur einer, also der Clip, das Clip, so. Ja. Clown zum Frühstück getrunken, nee, gegessen. Also egal. Also wie gesagt, federgelagerter Clip lässt sich gut bedienen. Es macht auch Spaß, damit rumzuspielen. Ja, ich glaube bloß ehrlich gesagt, dass der Clip selber zu kurz ist. Ja, um ihn an einem Hemd zu tragen oder am Sakko zu tragen, um mir zu sagen, ich brauche jetzt mir keine Sorgen zu machen, dass er mir bei irgendeiner blöden Bewegung, wenn ich mich da unten beuge oder so, dass das Ding da rausrutscht oder so. Diese Bedenken hätte ich bei diesem Clip durchaus. Also das heißt, ich würde es eher sehen als eine Art, ja, so wie hier in der Art, wenn man das jetzt hier so in dieses Etui hineinsteckt, ne, das ist so konstruiert, dass man, wenn man den Füller hier hineinbekommt, dass dann quasi der Clip dazu da ist, um das hier so einrasten zu lassen, damit das hier so ein bisschen Halt hat, ja. Also ich glaube auch nicht, dass der Füller dazu gemacht ist, um ihn wirklich am Hemd zu tragen. Eher so in diesem Etui, im Aktenkoffer drin oder im, keine Ahnung was, Konferenzmappe, was auch immer. Ja, okay. So viel zur Kappe.
Ja, ist der Füller ist mit Steckvorrichtung, ja, also ähnlich hier auch gehalten so von der Sektion her wie beim Tamizio und Ambition, also eher so Sachen, wo ich jetzt das Gefühl hatte, das funktioniert nicht, weil halt die Sektion hier einfach niedriger konstruiert war als jetzt der Schaft. Also das sprich, dass ich dann hier das Gefühl hatte, dass es tatsächlich als Schaft als Griff auch gemeint, dass ich meine Finger da drauflegen soll, ja. Und das war das Gefühl, das ich beim Ambition hatte. Das hat für mich persönlich überhaupt nicht funktioniert. Die Übergänge hier bei dem Bentley zwischen dem Griff und dem Schaft hier, also dem Behälter, ist für mich persönlich zwar spürbar, aber nicht so enorm störend. Ja. Die Textur hier von dem Schaft selber fühlt sich sehr, sehr schön an, wie ich finde. Ja, und ich könnte auch jetzt gar nicht so genau sagen, es fühlt sich an wie so eine Art Carbon-Kunststoff. Ja, ist ein Füller auch hier quasi zum Aufschrauben, also sprich hier auch ein Konverter ist mit drinne. Ja, bei der Preisklasse kann man es erwarten, einen Originalkonverter von Faber-Castell mitgeliefert zu bekommen. Ich gehe davon aus, da das ja der Füller ist vom Christoph, dass er den auch geliefert bekommen hat mit so einem, denn ich weiß, dass der Christoph selber für seine eigenen Füller, die er herstellt, gerne zurückgreift auf Schmidt-Konverter. Ja, der Konverter selber, der sitzt hier richtig gut drin. Ja, ist zwar nicht zum Aufschrauben, aber und das finde ich sehr gut. Der Konverter, der gleitet hier hinein und der ist fest. Er wackelt nicht. Und das finde ich echt toll. Ja, also da können sich so manch andere Hersteller echt davon eine Scheibe von abschneiden. Ja, dass das, ich meine, wenn das hier nicht wackelt, dann heißt es, dass ich hier, dass der Füller erträgt Erschütterungen besser als andere Modelle. Und das ist auf jeden Fall alltagstauglich, ne? Was ich jetzt an diesem Modell hier schade finde, kann aber auch ein Vorteil sein, das ist je nachdem, wie man das so betrachtet, würde ich erwarten, dass bei dem Bentley-Modell eine Goldfeder mitgeliefert wird. Hier in dem Fall, das ist jetzt hier eine Stahlfeder, keine Goldfeder. Schlimm ist das nicht. Es ist nur halt eben, wenn man jetzt denkt, so, boah, Bentley, voll krasse Marke, so, boah, voll das Prestige, gell? So, das ist wie wenn man einen Mont Blanc kauft und da ist dann eine Stahlfeder drauf. Ihr wisst, was ich meine, ja? Also ist nicht so das Gefühl zu wissen, da ist jetzt blink blink drauf, ja, ist dann besser, als wenn man jetzt weiß, es ist mehr kalter, rostfreier Stahl. Aber egal, in dem Fall ist es nicht unbedingt vom Nachteil, denn das bedeutet, Stahlfedern sind in der Regel immer ein bisschen unkomplizierter, weil sie sind zwar härter, dafür aber auch stabiler. Ja, so. Hier kann man aber auch erkennen, dass hier auf der Feder drauf, die ist brüniert. Hier haben wir das Graf von Faber-Castell-Logo aufgestanzt. Und hier kann man sehr, sehr gut erkennen, dass hier auf der Feder auch die Federstärke mit aufgraviert ist. F für fein, ist also eine feine Feder. Der Christoph, der mag, glaube ich, insgesamt eher feine Federn. Und hier der dazugehörige Tintenleiter. Ja, nichts Besonderes. Und ja. So, Zoom zurück. Ich würde sagen, der Füller ist nicht der längste, aber auch nicht der kürzeste. Wenn man dazu neigt, jetzt eher hier am Schaft zu greifen, wo diese geriffelte Fläche ist, könnte es vielleicht ein bisschen unangenehm sein. Dafür aber kann man auch durchaus die Kappe aufstecken, wodurch auch das Gesamtgewicht, das Schwergewicht, also nicht Gleichgewicht, das wollte ich sagen, das Gleichgewicht sich ein bisschen verlagert, natürlich nach hinten, da die Kappe ja doch schon, ja, doch schon ein bisschen was wiegt, muss ich sagen. Aber die Kappe lässt sich hier sogar gut einrasten, ja. Und nicht nur einrasten, sondern auch gleichzeitig auch ein bisschen bewegen. Ja, das heißt also, man kann jetzt, wenn man jetzt, keine Ahnung, ein schönes Foto machen will oder sowas, kann man den Clip hier so seitlich
aufstellen, dass man die Feder wirklich nach oben zeigend hat, ja, oder wie auch immer. Das sind so Kleinigkeiten, eigentlich unwichtig, aber für jemanden, der gerne Fotos macht von einem Füller, den er wirklich liebt, ist es halt eben so, ne? Und natürlich hier hinten haben wir auch so ein Feature, was einige Graf- und Faber-Castell-Modelle haben, nämlich hier so diese Einbuchtung hier hinten auf dem Endstück hier quasi. Ja, manche sagen, das lädt so ein bisschen zum Spielen ein. Ich glaube, schlimmer wäre es, wenn es hier oben wäre. Aber auch hier kann man ein bisschen schön herumspielen, auch wenn man am Schreiben ist, hier die Kappe in der Hand hält, dann da so herumzuspielen, herumzufuchteln. Die Kappe selber fühlt sich echt gut an, ja. Gut, aber wenn ich hier mal jetzt zu dem Thema Gewicht kommen würde oder komme, ja, und hier möchte ich wieder darauf hinweisen, dass ich 3,5 Kilo Tinte geladen habe. Ja, also bitte abziehen, ja. So. Ja, tut mir leid. Also 49,4 Gramm, das ist für einen Füller schon viel, wie ich finde, ja. Der Füller selber, wenn er nicht wegrollt, 27,4. Die Kappe sind knappe 22 Gramm. Ja, wie gesagt, die Tinte sind 2 Kilo. Also bitte abziehen. Sorry, Leute. Manchmal ein bisschen Sarkasmus, ein bisschen schnippig sein, das tut schon ganz gut, glaube ich. Okay. Komme ich mal zum Größenvergleich. Ja, so. Dann habe ich hier wieder meine ganzen Standardfüller, die ich immer so zeige, im Vergleich mit dem Graf von Faber-Castell Bentley. Da halte ich mal daneben erstmal so die ganzen Standarddinger, die ich halt immer hier so drauf habe: den Lamy All-Star, Twisby Eco, ein, ja, was ist das nochmal? Pelikan M200 und dann den kleinen Cameco AC Sport. Ja, also man kann das schon recht gut erkennen. Die meisten Füller, die man so bekommt, die am meisten verkauft werden, vielleicht auch am meisten benutzt werden, sind doch eher so Füller, die so von der Länge her so ungefähr Standardmaß haben. Also Standard ist halt immer sowas hier, Lamy All-Star, Twisby Eco. Ja, die haben alle ungefähr die gleiche Länge, die gleiche Breite, unterscheiden sich halt nur von der Qualität, Federmaterial, Maße des Griffes oder sowas, ja, oder halt eben Füllmechanismus. Okay, hatte ich vielleicht noch ein paar andere dazu. Mal gucken, was ich hier so finde. So ganz so auf die Schnelle. Dann habe ich hier noch einen Dings. Wie heißt das? Twisby. Diamond 580, genau, danke, das wollte ich sagen. Ja. Dann hier einen Twisby WAG 700. Dann, was habe ich hier noch? Einen Lachiewa Lux aus Abalone und einen Pinedre Avatar. Ja, und jetzt zeige ich euch gerne mal so ein paar Federgrößen. Da merkt man, sieht man auch schon gleich, dass der Faber-Castell doch eine relativ kleine Feder hat, wie ich finde, verglichen mit der Lamy All-Star-Feder oder mache ich mal eine große Feder dazu. Hier die Twisby WAG 700-Feder, dann eine. Puh, gar nicht so einfach, wenn man so viel Zeug hier rumliegen hat. Dann hier vom Lachiewa Lux, das ist eine Nummer 6 Schmidt-Feder oder Jowo. Und hier noch eine ganz kleine Cameco AC Sport-Feder. Ja, also man sieht da schon, die Graf von Faber-Castell-Feder könnte gerne etwas größer sein. Gut, muss man auch sagen, so vom Gesamtdesign her, der Füller ist ja jetzt nicht so krass riesig.
würde eine größere Feder wahrscheinlich auch optisch nicht gut aussehen. Ja, das muss man auch mal so sehen. Das Wichtigste ist ja auch die Beschreibbarkeit, also wie gut lässt er sich beschreiben, der Füller. Und das ist jetzt ein Punkt, zu dem komme ich jetzt auch. Ja, wenn ich hier ein bisschen Ordnung gemacht habe, ist der Vorspeicher hier echt, also. Okay. Dann komme ich mal zum Schreibbeispiel. Ja, die Kappe, die setze ich jetzt hier nicht auf, weil ich für mich glaube, ich komme ohne besser zurecht. Oder soll ich drauf lassen? Ich lasse mal jetzt drauf. Mal was anderes. Okay, also das ist der Graph von Faber-Castell. Das ist der Bentley. Wir nehmen den Bentley. Wer kennt dieses Zitat? Unten in die Kommentare schreiben. Jetzt. Die Tinte ist, ich glaube, das war Mont Blanc. The Beatles. Psychedelic Purple. Ja, Tinte, Tintenvergleich. Das ist sie. Die hatte ich vor geraumer Zeit mal. Da waren Zuschauer. Ich habe wieder mal den Namen vergessen. Es tut mir leid. Der hat mir seine ganzen Montblanc-Tinten zugeschickt. Dann habe ich vergangen. Von einem anderen Zuschauer von mir aus Berlin war, ich glaube, das war der, boah, ey, meint ihr, ich komme jetzt auf den Namen? Der kommentiert fast jedes Video von mir. Und trotzdem habe ich jetzt den Namen vergessen. Ich weiß genau, wer es ist. Der ist aus Berlin, war? Ja, egal, lassen wir es dabei. Also der hat mir jedenfalls, Andreas, nee, Michael. Michael? Also, der hat dann gemeint, bei sich im Ort, also in Berlin war, der hat, sorry, immer wenn ich das Wort Berlin war sage, muss ich dieses war mit dazu sagen, ist halt so eine Redewendung dort, die, ich kann es nicht lassen, es tut mir leid. Also, wen stört, einfach weghören oder umschalten. Mont Blanc, The Beatles, Psychedelic Purple, ist eine Tinte, die hat er dort, obwohl es eine limitierte, Edition ist, in seinem Schreibwarenland oder, Mont Blanc Händler in Berlin gefunden. Die haben gemeint, ja, die haben davon noch so viel auf Vorrat von dieser Tinte. Das wird wahrscheinlich noch Monate, vielleicht sogar noch ein paar Jahre reichen. Und ich hatte eigentlich recht gute Erinnerungen an die Tinte, vor allem auch, weil sie sehr gut schattiert. Wie ich das so herausgefunden hatte in meinem Review davon, dass ich mir gedacht habe, okay, ich besorge mir die mal jetzt, weil so krass viele Lilas habe ich jetzt auch nicht, wa? Und deswegen habe ich mir, da war es schon wieder, es tut mir leid. Halt hier Mont Blanc, The Beatles, Psychedelic Purple. Ich wünschte ja wirklich, ja, also man munkelt ja, dass das Mont Blanc zeitweilig Tinten relabelt, also sie unter einem anderen Namen herausbringt, wie sie vorher waren. Ja, zum Beispiel, gib mal einen Moment, ich schweife jetzt gerade ab, tut mir leid. Also Mont Blanc Rebel Red, ja, auch eine rote Tinte, die ich habe, die war auch limitiert. James Dean, ja, James Dean Rebel Red heißt die Tinte. Die gab es dann irgendwann nicht mehr und die wurde jetzt quasi neu vermarktet unter dem Namen Scarlet Red, ja. Das gleiche gibt es bei anderen Farben. Ich habe gehofft, dass Mont Blanc auf die Idee kommt, warum ich es noch nicht getan habe, ist mir ein Rätsel, ja. Dass sie meine Mont Blanc Velvet Red, ist mir scheißegal, wie die heißt, ist mir vollkommen egal, aber die Tinte selber ist so grandios, ich würde wahrscheinlich die Frau für verkaufen, um sämtliche Bestände aufzukaufen. Nee, natürlich mache ich das nicht, um Gottes Willen, keine Sorge, ich habe mir so einen Spaß gemacht, liebe Frauen, ich hab nur einen Spaß gemacht, ja.
Aber ich würde mich freuen, wenn Mont Blanc auf den Gedanken auch kommen würde, die William Shakespeare Velvet Red neu zu verkaufen, meinetwegen auch unter einem anderen Namen. Ist mir vollkommen wurscht, aber ich liebe diese Tinte. So, jetzt back to the roots, ja. Mont Blanc, The Beatles Psychedelic Purple verglichen mit KWC Gummy Berry. Momentan mein liebstes Purple oder mein liebstes Lila sozusagen. Hatte ich als Probe bekommen von der lieben Chrissy, hat mir so gut gefallen, dass ich mir dann doch auch die Vollversion davon gekauft habe. Ja, riecht lecker, sieht gut aus, schattiert sehr schön. Ja, mal gucken. Vielleicht mache ich von der Tinte auch ein Review. Mal schauen. Verglichen mit Pelikan 4001 Violet, ja, also so günstiges kriegt man fast überall. Ja, und Rohrer und klingender Cassia, doch ein bisschen eher ein dunkleres Lila. Ja, und dann hier noch ein rötlicheres hier Diamine Cult Pants Robert, auch so ein rötlicheres ja, Purple, so ein bisschen mit ja, Pink-Anteil, kann man sagen. Ja, so, weiter geht's. Bla bla. Ach, ja. So, ich hatte ja die Kappe aufgesteckt. Stegelsche drauf, gell? Und dann lege ich mal los. Ja, es ist eine Stahlfeder, wie ich es ja eigentlich mögen würde, wäre, wenn eine Stahlfeder ein bisschen Flex gibt, ja, so ungefähr wie, jetzt halte ich den Füller wieder dazwischen, wie hier bei meinem Pelikan M200, die Stahlfeder, die wirklich sehr schön Flex hat, ja, würde ich mir auch wünschen bei dieser von der Form her ja doch sehr ähnlichen, eher traditionell gehaltenen Stahlfeder von Graf von Faber-Castell, ist hier leider überhaupt nicht, auch wenn es eine feine Feder ist. Ich muss dazu sagen, ich finde es gut, dass die Feder gut bearbeitet bei einem ankommt, ja, also geschweige denn, wenn der Christoph da nicht nachgeschliffen hat, wohlgemerkt, ja. Die Feder schreibt sehr gut, wie ich finde, obwohl es eine feine Feder ist. Ich habe ja generell eher so ein bisschen Probleme mit feinen Federn, bin auch nicht so unbedingt der große Fan davon. Aber die hier, die schreibt echt gut. Hat natürlich auch ein gewisses Feedback. Ja, also ein Geräusch. Ein Geräusch, das die Feder von sich gibt, aber kein Kratzen. Ja, gut, muss auch dazu sagen, vielleicht spielt auch das Papier vielleicht ein bisschen mit eine Rolle. Dieses Rhodia-Papier ist auch ein bisschen eher rau, fördert natürlich auch so dieses Feedbackige, das Feedbacksche, wie mir Hesse sagen würde, gell? Das Feedbacksche. Sorry. Ja, also das, was der Tintenletter hier rausgibt, ist, würde ich sagen, okay. Nicht the best of the best, aber okay, brauchbar, dass man jetzt wirklich einen guten Tintenfluss hat und jetzt sagt, man schreibt damit jetzt ohne Aussetzer, ja. Und das ist bei dem Füller echt auch gegeben. Also ich habe schon einiges mit dem Füller geschrieben, hatte hier auch keine Aussetzer drinne. Ja, funktioniert ganz gut. Nur halt eben, was halt so diese Linienvarianz angeht, würde ich mir wünschen, dass da Faber-Castell oder Graf von Faber-Castell da ein bisschen flexiblere Eigenschaften in die Feder mit hinein basteln würde ich ganz gut finden, aber ist auch nicht so krass wichtig, ja. Also wie gesagt, er schreibt sehr gut, er schreibt sehr gut, ne? Wenn man sich damit abfinden möchte, dass die Feder halt eben wirklich knallhart ist, knippeldick, ne? Knallhart,
hart wie Kruppstahl, so. Dass dann man da wirklich, ne, also zwar hart und wenig Flex, dafür aber mit guten Schreibeigenschaften. Ja, so, und das ist der Graf von Faber-Castell. Preislich angesiedelt ist der Füller im Übrigen, ja, je nachdem, wo man den kauft, geht das los so bei 550 bis 600 Euro, würde ich sagen. Das ist so der Dreh. Auch wenn das keine Goldfeder hat, sondern nur eine Stahlfeder, kann man aber schon sagen, dass diese Vergoldung hier vorne, habe ich gemeint gelesen zu haben, 24 Karat vergoldet. Ja, also schon ein edles Stück. Und wenn einem sowas gefällt, das Geld dafür auch ausgeben mag, vielleicht sogar Fan ist von dem Auto, keine Ahnung. Also für mich ist das jedenfalls ein Modell, ein Füllermodell, das mir optisch sehr gefällt. Für mich aber eher so, also ich muss ja ehrlich sagen, ich hab's ja ehrlich gesagt abgesehen auf das Modell mit Ebonitholz. Ja, also da gibt es ein Modell von diesem Bentley auch. Der Schaft ist aus Ebonitholz, ja, und ihr wisst ja, ich mag Ebonit, ne? Und nicht Ebonit, doch Ebonit. Ebenholz. Ebenholz, genau, Ebenholz. Das habe ich gemeint, Ebenholz. Und da muss ich mal gucken, vielleicht habe ich da eine Connection, die mich da irgendwie günstiger ranbringen kann. Mal gucken, mal gucken. Okay, Freunde. Ja, ich glaube, ich bin dann schon wieder am Ende für heute mit dem Review vom Graf von Faber-Castell Bentley in der Centenary Limited Edition. Ja, ist eine limitierte Edition. Und ja, lieber Christoph, Himmelstierpens, vielen herzlichen Dank für das Zusenden, dass ich es das ausprobieren durfte. Und an alle anderen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Habt ihr Fragen, dann fragt bitte sehr gerne. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Review, Freunde. Bis bald und ciao.